Pferdefragen, Petra-Fragen. Heute, was ist ein Damensattel? Ein Damensattel war so bis ca. 1930 der Sattel für die Damen von Welt, dass sie nicht im Herrensitz, also beide Beine rechts und links am Pferd herunter reiten mussten, sondern in einem Seitsitz saßen, wobei der rechte Oberschenkel oben hier an dem Horn war und der rechte Unterschenkel ungefähr hier zum Liegen kommt, in der Höhe des Schulter des Pferdes. Man sitzt ganz normal in der Mitte des Sattels, nur eben halt mit beiden Beinen zur linken Seite herunter. Das linke Bein erhält hier einen Steigbügel, das ist so ein Spezialsteigbügel, weil es bei den Sätteln meistens kein Sattelschloss gibt. So, wie sieht das Ganze von der anderen Seite aus? Wir haben hier einen ganz normalen Sattelgurt und dann gibt es hier etwas Besonderes, das ist der Balancierriemen, weil ihr könnt euch vorstellen, dass es ja sonst zu einem leichten Ungleichgewicht kommt. Heute wird der Sattel eher seltener benutzt. Alles klar?